Der BB Radio Mitternachtstalk mit Jens Hermann. Täglich von 0 bis 2 Uhr. Promis mal anders. Mit Geschichten, die ihr so noch nicht gehört habt. Hallo, ich bin Timo Bartels und ihr hört den BB Radio Mitternachtstalk mit Jens Hermann und natürlich mit mir. Herzlich willkommen. Einen wunderschönen. Ich freue mich, dass du da bist. Timo Bartels, einer unserer, ich darf mal noch Nachwuchsschauspieler sagen? Ja, also ich bin ja noch jung. Also ja. Von daher. Er ist am 16. September 1995 geboren, also ist er wirklich tatsächlich noch sehr jung. Aber du hast dafür, dass du noch so jung bist, eine erstaunliche Karriere hingelegt. Ja, vielen Dank. Bekannt geworden, also ich habe dich zum ersten Mal gesehen bei Club der Roten Bänder, damals in der Serie. Ja, das war die erste große Serienhauptrolle sozusagen. Davor hat man halt auch so mal in Serien mitgespielt oder so, aber immer nur in so einzelnen Folgen oder so. Das war die erste Serienhauptrolle und es war natürlich auch so ein unerwartet großer Erfolg. Irgendwie die Serie. Alexander Breitbach. Genau, den habe ich gespielt. Das ist der Alex, der Hübsche, ne? Ja, richtig. Nicht Alex Knappe, der Hübsche, sondern Alex Breitbach, der Hübsche. Davon kann man schon mal ableiten, dass er optisch also schon ein bisschen was mitbringt, ne? Ich weiß es nicht. Die Rolle, ich habe mir die Rolle nicht ausgesucht, die wurde mir gegeben sozusagen. Ja, warum wohl? Warum sucht man jemanden aus, der den Hübschen spielt, wenn er total hässlich ist? Nein, natürlich sucht man jemanden aus, der gut aussieht. Ja, ich kann ich schlecht beurteilen. Club der Roten Bänder war, glaube ich, die erfolgreichste deutsche Serie, die jemals ausgestrahlt wurde? Ja, von den ganzen Auszeichnungen auf jeden Fall. Lief ja auf Vox, ist ja jetzt nicht der größte Sender sozusagen, deswegen ja, schwer zu vergleichen eben. Aber ich meine, wir haben viele Preise gewonnen, so Deutscher Fernsehpreis. Und dreimal. Ja. Ja. Und dann bis zum International Emmy Award. Ja, also. Das ist alles dabei. Also ich sage mal, dreimal Deutscher Schauspielpreis, zweimal den Jupiter. Genau. New Faces. Grimme-Preis. Wo stehen die eigentlich alle bei dir? Ganz oben auf so einer Ablage einfach so, weil ich habe die ganz hochgestellt, weil ich finde es immer peinlich, wenn man Besuch bekommt und das dann so zur Show steht, das ist irgendwie ein bisschen komisch. So zurückhaltend, das ist schön. Ja, ich finde es ein bisschen peinlich. Mensch, Timur, es gibt Leute, die sind 30 Jahre Schauspieler, die haben noch nicht einen einzigen Fernsehpreis bekommen. Du hast die dreimal und noch 5 andere Preise abgeräumt und die stehen bei dir oben auf dem Board. Ja. Ist ja sonst peinlich. Keine Ahnung, mir ist auch immer ein bisschen peinlich, wenn Leute dann einen fragen irgendwie, was machst du? Ja, und dann finde ich es auch ein bisschen komisch, wenn man sagt, so Schauspieler ist immer so ein bisschen, dann kommen immer so ganz viele Fragen. So, weil, woher kennt man dich? Und es ist irgendwie ein bisschen komisch manchmal. Aber du musst dazu stehen, du bist Schauspieler. Ja, also tue ich dann auch, aber ich sag immer Filmbranche. Dann könnte man auch denken, ich angel den Ton oder sowas. Aber du bist ja dein Leben lang quasi Schauspieler. Nachdem du aus der Schule gekommen bist, hast du dich nur der Schauspielerei gewidmet. Ja, genau. Also früher wollte ich eigentlich immer Musiker werden als Kind und ich mache das bis jetzt und ich will es auch immer weitermachen auf jeden Fall. Also da habe ich das Richtige für mich auf jeden Fall gefunden. Und Musik hat ja auch geklappt, da reden wir gleich nochmal drüber. Aber ja, erstmal reden wir über die Schauspielerei. Ja. Wann hat man dich entdeckt? Ich habe in der Schule halt auch schon immer Theater gespielt und so und ich hatte Freunde, die da als Kinder in ein paar Filmen mitgespielt haben und die haben mich dann mal zu ihrem Schauspielunterricht mitgenommen und zu ihrem Schauspielagenten. Und eigentlich meinte er, ja, bist schon ein bisschen zu alt dafür jetzt, war halt schon 18 so, aber meinte dann gut, versuchen wir es trotzdem und dann hat es ganz gut geklappt. Club der Roten Bänder war dann so ein guter Startschuss. Ja. Club der Roten Bänder war ja nicht nur eine Serie, die im Fernsehen lief, die wurde ja auch als Kinofilm dann anschließend verfilmt und du hast natürlich immer deine Rolle bekommen, also ich glaube, die Geschichte beim Club der Roten Bänder Kinofilm war die Geschichte vor der Serie. Genau, der Kinofilm ist sozusagen ein Prequel, also alles, was vor der ersten Staffel passiert ist. Der Film endet sozusagen ungefähr damit, wo die erste Staffel anfängt. Ja. Wie ist das so, wenn man ein krankes Kind spielt? Das ist gar nicht so einfach, weil man will das natürlich so authentisch wie möglich machen. Und ich hatte bei meiner Rolle das Glück, dass ich ja erst krank geworden bin. Also in den ersten 2 Folgen. Ich war erst ein gesundes Kind und werde akut krank. Von daher musste ich gar nicht so genau wissen, wie das ist, wenn man schon, was weiß ich, ein Jahr im Krankenhaus lebt oder sowas. Für mich war das alles neu und ich konnte es sozusagen auch neu erleben während den Dreharbeiten, wie es ungefähr sein könnte. Aber man trifft natürlich auch viele Betroffene und man hatte dann die Möglichkeit auch für die zweite Staffel und dritte Staffel
viele Betroffene zu fragen, wie es denen geht und was so die Schwierigkeiten sind und was man sich wünscht. Und da konnte man viele Betroffene eben befragen. Das hat einem natürlich auch dann geholfen bei den Dreharbeiten immer. Was hast du für dich persönlich rausgezogen, wenn man so mit Anfang 20 so eine Rolle spielt und auf einmal mit tatsächlich kranken Kindern, die man ja nur spielt in der Rolle, zusammentrifft? Was erwarten die von ihrem Leben? Dass die meisten natürlich am liebsten gesund werden wollen und alles daran setzen, ihre ganze Kraft da reinstecken, die sie auch dafür brauchen, gesund zu werden. Aber was ich gelernt habe in der Serie irgendwie, ist vor allem, wie unwichtig dieser ganze Alltagsstress ist. Man macht sich so viel, man ärgert sich am Tag immer so viel über so Kleinigkeiten und so. Die halt nichts bedeuten, wenn du weißt, wie es ist, krank zu sein oder ein Angehöriger wirklich krank ist, dann weißt du, was wirklich wichtig ist und was zählt. Das ist, glaube ich, das Wichtigste, was ich gelernt habe und dass so Zusammenhalt eigentlich das Wichtigste ist, wenn man da halt nicht alleine ist und man mit jemandem zusammen das durchstehen kann. Also im Club der Roten Bänder geht es eigentlich auch für mich mehr um Freundschaft. So, es geht um diese Freunde, die halt da alle krank sind und eine Freundschaft finden und dann dadurch zusammen vieles durchstehen, was sie vielleicht sonst nicht schaffen würden. Also es ist ja bewiesen, dass auch die mentale Stärke, die Hoffnung, gesund zu werden und die Freude aufs Leben, dass es auch entscheidend ist für einen Genesungsprozess. Genauso wie Stress zum Beispiel eine Rolle spielen kann, wenn Leute krank werden oder so. Also das darf man immer nicht vergessen. Würdest du sagen, dass die Serie dein Leben nachhaltig beeinflusst hat? Ja, das würde ich auf jeden Fall sagen. Natürlich hat der Erfolg der Serie einem so ein paar Türen geöffnet, hier und da als Schauspieler. Aber vor allem auch diese ganzen Begegnungen, die man da gemacht hat mit Kindern in Hospizen, was weiß ich, Krebsstationen, auch erwachsene Leute sprechen einen an und erzählen dir die Geschichte, die die gerade erlebt haben. Also mein Kind ist vor 3 Monaten verstorben und die sagen dann zum Beispiel, die Serie hat mir sehr geholfen, damit umzugehen. Oder es gibt so Vereine, die wollen so Wünsche erfüllen für betroffene Kinder. Zum Beispiel haben sie den Wunsch, dich zu treffen. Dann habe ich mal ein Mädchen getroffen, namens Jasmin, die war wirklich schwerst behindert, hatte so einen Impfschaden, hatte sie, hatte dann auch einen Tumor und was weiß ich, also sie Muskelschwund, sie konnte ganz wenig machen sozusagen in ihrem Leben, sie konnte sich auch kaum bewegen. Wir konnten dann was Cooles machen, weil ich konnte sie als Komparsin für einen Tag mitbringen ans Set. Dann hat sie hinterher so ein Video gemacht, wie sie sich bewirbt bei so Schauspielagenturen und Komparsenagenturen als Schauspielerin und sagt, hey, ich bin Jasmin und so wie ich sieht keiner aus und so jemanden findet ihr nicht. Ich bin sehr besonders. Hiermit bewerbe ich mich. Das ist ja cool. Ja, und ich kenne ganz viele in meinem Alter, die sagen so, oh, ich würde auch so gern irgendwie auf einer Bühne stehen oder Schauspieler werden oder sowas, aber ich traue mich nicht oder was weiß ich so. Und das war ein Mädchen, die konnte nicht mal ihren elektrischen Rollstuhl mit den Fingern bewegen. So, das ist schon faszinierend, dass sie dann so ein Video hinkriegt und so einen Ehrgeiz hat, sich irgendwie so zu bewerben. Das sind so tolle Begegnungen, die man auf jeden Fall nicht vergisst. Das finde ich toll. Also der Club der Roten Bänder als Serie und auch als Kinofilm hat vielen Leuten auch ein bisschen Hoffnung gegeben, weil einige Kinder werden ja auch wieder gesund. Das muss man ja auch mal so sagen, ne? Ja, auf jeden Fall. Zum Beispiel habe ich mal gehört, im Club der Roten Bänder gibt es auch eine Figur, die heißt Hugo und das ist ein Junge und der liegt im Koma. Dann gibt es einen anderen, der ist Autist und der behauptet, er könnte mit dem Jungen kommunizieren. Und in der Serie können die auch reden. Und es ist ja auch bewiesen, dass Leute im Koma auch das eine oder andere mitbekommen. Mhm. Manchmal sehr viel sogar. Und mir hat eine Mutter erzählt, wo auch der Sohn im Koma ist, dass sie nach der Serie, sie wollte das erst gar nicht gucken, weil es viel zu schlimm für sie, weil ihr eigener Junge im Koma liegt. Ja, dass es ihr sehr viel Kraft gegeben hat, den Jungen immer wieder zu besuchen und so weiter. Mehr mit ihm zu reden und was weiß ich. Das ist dann irgendwie schön, wenn man auch sowas hört. Und das ist natürlich wirklich toll, dass man bei sowas dabei sein durfte, was den Leuten so viel Kraft und Hoffnung gibt. Timo Bartels ist bei mir. Er hat in der Serie Club der Roten Bänder den Alexander Alex Breitbach gespielt, und zwar der Hübsche. Du bist ja in der Serie auch gestorben und du bist als Geist wieder aufgetreten. Richtig, ja. Das war auch gar nicht so erwartet. Also ich dachte eigentlich, okay, nach der ersten Staffel bin ich dann fertig und kann dann andere Projekte machen. Aber dann hatten wir die Folgen geguckt. Das war, ich glaube, die 7. und 8. Folge. Und dann haben wir die zusammen geguckt, bevor sie im Fernsehen ausgestrahlt wurde. Und da war auch der Chef vom Sender da und so. Und alle haben geweint, weil es war halt wirklich traurig. Sehr, sehr traurig, ja. Ja, und für mich war es halt auch so, okay, jetzt bin ich auch fertig und ich werde dieses Team jetzt wahrscheinlich erstmal nicht wiedersehen und so. Ist auch irgendwie schade, wenn man so lange miteinander gearbeitet hat und dann meinte der Chef vom Sender, meinte dann, ich habe eine Idee und du wirst in der zweiten Staffel auch noch dabei Gute sein. Gute Idee. Ja. Wie ist es, wenn du dich selbst sterben siehst in der Serie? Ich muss sagen, ich habe auch geweint, ich fand es auch wirklich traurig.
Das ist natürlich ein bisschen komisch, sich selber da zu sehen. Und die Freundin meines Papas hatte es damals mit ihm zusammen auch geguckt. Sie hat ihn da das erste Mal auch weinen sehen, dann mein Papa, was so jemand. Das ist schlimm für Eltern. So, ja. Auch wenn es nur auf der Leinwand ist, ich weiß das von anderen Schauspielern, wenn die sehen, wie ihr Kind stirbt auf der Leinwand, das ist, wirkt doch sehr, sehr real, weil es auch gut gespielt ist. Ne? Ja, ja. Nun wurdest du ja auch mit dem Tod konfrontiert, wir reden ganz kurz drüber, du warst ja Teilnehmer von Dancing on Ice und du hast die Show verlassen, weil dein Vater tatsächlich verstorben ist. Ja, mein Papa ist leider im Februar 2019 verstorben und das war eine sehr schwierige Zeit, weil ich hatte eine Show im Fernsehen angefangen, die hieß Dancing on Ice, das lief auf Sat.1 und da ja, muss man halt Eiskunst laufen und da hat man 3 Monate vorher trainiert dafür und so und mein Papa hat mich auch immer besucht beim Training und so, aber leider ist er so dann akut krank geworden und kam ins Krankenhaus ganz kurz vor der ersten Show und ja, dann war die Frage, ob ich überhaupt die erste Show machen möchte, aber da war noch nicht abzusehen, wie schlimm das ist. Und dann habe ich gedacht, okay, ich mache das trotzdem bis, ja, vielleicht kann mein Papa sich das dann später irgendwann angucken. Er wurde leider nach den ersten 3 Tagen ins künstliche Koma versetzt. Und dann habe ich gehofft, dass er sich das später angucken kann, weil er auch immer ganz stolz diese Trainingsvideos gezeigt hat, seinen Freunden und so. Und ja, leider kurz, ich glaube, vom Halbfinale oder so, ja, ging es ihm dann sehr schlecht und dann konnte ich nicht da antreten. So, dann bin ich nach Hause gefahren und ja, am nächsten Tag ist er dann auch verstorben. Also 2 Dinge sind für dich, glaube ich, sehr wichtig. A1, hast du deinen Vater sehr stolz gemacht? Ja, das wissen wir. Und A2, wird es für dich eine weitere Chance geben. Weil du bist noch so jung, du bist 1995 geboren. Du wirst auch wieder mal eine Chance bekommen, auf dem Eis zu stehen oder zu tanzen oder irgendwas. Also da gibt es noch 1000 Dinge. Ja, bestimmt. Nee, und ja, also das Schwierige ist, wenn jemand im Koma ist, dann kann man auch nicht so viel machen. Also das ist, glaube ich, das Schlimmste mit, wenn Leute krank sind. Auch von den Angehörigen, die Hilflosigkeit. Und man ist ja auch den Ärzten wirklich ausgesetzt. Also man kann ja nur hoffen und vertrauen. Das ist ja nicht so einfach. Aber man kann halt auch nicht so viel machen. Also ja, es bringt auch nicht immer was, wenn man dann die ganze Zeit vor einem Bett sitzt und halt sieht, dass man nichts tun kann. So, ne? Also ein bisschen kann man sich auch mit was ablenken oder ja, oder halt hoffen eben, dass ich wollte es halt so gut wie möglich machen und wir hatten auch immer den ersten Platz, die ersten Shows sozusagen. Und halt in der Hoffnung, dass er sich das dann irgendwann angucken kann übers Handy oder über den Fernseher nochmal. Ja, das kann einem in einer gewissen Form auch Kraft geben, irgendwie so eine Situation oder Kampfgeist, sage ich mal, sagen wir es so. Aber ist auch sehr herausfordernd auf jeden Fall. Ja. Lass uns über deine Musik reden, weil mittlerweile bist du auch unter die Musiker gegangen und hast dir einen Rap-Partner gesucht und ihr habt einen Song rausgebracht, der sehr fröhlich ist, wie ich finde. Ja, cool. Also der Song heißt Alles erlaubt und der Rap-Partner, der heißt Gringo und das ist auch ein Freund von einem sehr guten Freund von mir, der auch Schauspieler ist. Und ja, genau, also ich hatte auch erst nicht gedacht, dass er damit drauf sein wird, ja, weil es halt irgendwie ein Song ist, der ein bisschen sensibel ist, sage ich mal auch, von daher dachte ich, war ich mega happy auf jeden Fall, dass er damit drauf ist, so und ja, wir sind auch total happy mit dem Song, also. Naja, ich glaube, wir werden in nächster Zeit noch viel von dir sehen und hören. Das heißt also, es wird alles Hand in Hand gehen. Schauspielerei und auch Synchronsprechen und auch Musik. Also du machst jetzt alles so ein bisschen, ne? Und alles sehr gut. Ich mache halt einfach das, worauf ich Lust habe. So von daher und die Musik macht mir gerade Spaß und Filme mache ich natürlich trotzdem. Von daher mache ich einfach beides. Und wenn du wieder was Schönes zu erzählen hast, kommst du wieder vorbei hier im Mitternachtstalk? Auf jeden Fall. Timo Bartels war heute bei uns. Viel Erfolg für die nächsten Monate und bis hoffentlich bald mal wieder. Ja, vielen Dank. Euch noch eine gute Nacht. Der BB Radio Mitternachtstalk mit Jens Hermann.